Hallo, hallo. Seid ihr das? Oh, ich wusste, ihr würdet kommen. Der Beste soll den Besten besiegen. Astrid hat geahnt, dass ihr dummer Wolf den gewitzten Cicero nicht töten konnte. Okay, so jetzt muss ich mir jetzt mal die Bücher hier angucken, weil ich doof bin. Endlich wollte ich mir diese Klotten mitnehmen. Nicht alles. Oder? Ja. Oh, Bücher, oh, Bücher. Da kann ich bestimmt nichts lernen. Blöde Bücher. So, jetzt werde ich ihn vernichten. Er hat alles voll geblutet. Wer, hä? Was bist du denn für einer? Wächter der Zuflucht, hol dir jetzt halt die Fresse, du. Es ist verrückt. Na, krass. Was ist das denn da unten? Seit wann war denn hier keiner mehr wirklich drin, oder was? Dahinter noch was? Nee. Licht. Oha. Oh Mann. Ich bin gerade mal ziemlich gespannt, was hier so abgeht. Komm ich noch runter? Hä? Jetzt doof oder so? Wozu die Eile? Ich will da runter, verdammt. Das da. Ist hier irgendwo irgendwas? Ach, da. Ach, da geht's lang. Oha. Ja, ich habe Angst, dass du reinläufst und dann gehst du tot. Sticht wirklich heraus! Sticht heraus! Wie witzig! In Ordnung, war nicht witzig! Spacko, ehrlich. Hey, Leder! Hey! Noch mehr so Klamotten. Ich will aber eigentlich an den Schrank. Wahnsinn. Hey, Bücher! Hey! Mal, habe ich überhaupt hier, fällt mir gerade so spontan ein, da habe ich doch noch, irgendwelche Aufwertungen. Habe ich denn meine Einhandwaffen hier? Wie viel? Mal Wirbel. Die kann ich auch verwenden, ne? Du kannst nicht mit dem Gegner werden, ne? Möchte angreifen, so Sachen, so Schaden. Gegner haupten. Ne, mach ich noch nicht. Jetzt geht's los hier. Was willst du tun? Jetzt habe ich keinen Meter getroffen. Halt du doch mal deine Fresse da. Blöder Geist. So, von wo komme ich jetzt? Ich glaube, ich komme von hier. Ja.
Ihr lebt noch. Ja. Cicero hat natürlich Respekt vor den Fähigkeiten des Zuhörers, aber könntet ihr wenigstens ein bisschen langsamer sein? Ich bin nicht mehr der Jüngste. Jo. Jo, ich habe natürlich keine Tränke dabei und kein gar nichts. Das ist natürlich sehr schön, was ich hier gerade veranstalte. Ich verschwende nicht nur Zeit. Feuerholz. Das kann ich verkaufen. Das ist jetzt ganz doll doof, dass ich keine Tränke dabei habe. Auf der anderen Seite, na toll. Ach, weißt du was, ich könnte noch den hier. Za-za-za. Wunderbar. Ich benutze gerade den falschen Säbel. Ach so, ich dachte schon, hä? Kalt! Das wird euch gefallen. Kein Ursprung. Mal halt doch die Fresse da. Und ich erteile der Zuflucht. Nennen wir es einen erzwungenen An. Oh, erzwungen durch was? Oh, seht es euch an! Erzwungen durch was? Ist hier lang gelaufen. Ja, gut, Cicero hat also diese Hure Astrid angegriffen. Aber was soll ein Narr tun, wenn seine Mutter verleumdet und verspottet wird? Der Zuhörer wird es sicherlich verstehen. Was ist er denn für ein krasser Troll? Alter. Alter, halt doch die Fresse. Alter, halt doch die Fresse. Alter. Ich stell mir gerade vor, ich bin viel zu schwach gegen den. Der hat einen Namen. Das ist schon gruselig genug. Da war gerade ganz kurz Actionmusik, das ist sehr schön. Da unten ist er lang gegangen. Ach, so ein Hawker. Hawker. Nicht alles mit ihm. So. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Alter, wie viele Tiere hier unten rumeiern, ne? Ich dachte mir. Was dachte ich denn? Das weiß ich auch nicht. Ich dachte mir, ich werde mir mal eben mein Schwert zurückholen hier. Und ich dachte ich. Was dachte ich? Ach. Ich bin schon wieder übel durcheinander. So, hier. Jetzt habe ich Angst, dass ich tot gehe oder so. Blöd. Da ist er drin. Hallöchen. Jetzt habe ich wieder so ein Piepen auf dem Ohr. Das ist echt grausam. Was willst du tun, ha?
Lass uns mal so Schwerter fallen, ob man die aufnehmen kann. Die verschwinden ja auch mit. Ich denke nicht, dass ich die mitnehmen kann. Alter, was ist denn das hier? Meister, natürlich. Kennt mich ja, ich bin ja der Oberprofi hier. Ich schaff das schon. Irgendwie. Was ist auf dieser Seite hier? Okay. So, jetzt machen wir hier. Ich muss mir irgendwas merken. So, minimal. Scheiße. So. Jetzt habe ich das. Meins. Brauch ich nicht. Eins. Kann ich vielleicht zum Braun benutzen. Was willst du tun? Gehen wir damit, Cities. Oh Gott, gleich gehe ich tot. Wahnsinn. Ich muss hier immer heilen, so, weil das nicht geht. Ich würde gerne schneller durchziehen, aber ich habe etwas Schiss vor dem, was passieren könnte, was ich mir denke, was passiert. Oder so. Zeit ist gekommen, Verräter. Verräter? Ja. Mieser Meuchelmörder. So verwirrt. Und da heißt es, ich sei verrückt. Wenn ich ein Verräter bin, seid ihr es auch. Habt ihr nicht die Stimme der Jungfrau gehört? Seid ihr nicht der Zuhörer? Verschwindet. Lasst den armen Cicero leben. Sagt Astrid, ihr hättet eure Aufgabe erledigt und den armen Cicero erstochen, erwürgt und ertränkt. Eine kleine Notlüge. Ich werde ihn töten. Oder? Aber das wäre auch mies. Ich weiß ja nicht, was er noch anstellt. Macht
was ihr wollt. Gute Nacht. Cicero gibt auf. Letztendlich. Ich dachte, wir muxen jetzt ab. Über uns beide richten. Achso, ich dachte, ich könnte jetzt abstechen, so wie die eine da letztens. Das ging ja auch so automatisch. Scheiße. Kann ich dir deine Sachen aus der Tasche ziehen? Ja. Ey, jetzt mach doch mal alles kaputt hier. Lass mich doch in Ruhe. Hallo? Ich wollte hier gerade... Ich kann keine Schreie benutzen. Hallo? Ich sei schon fast erledigt. Von denen. Ich dachte, das wird jetzt spektakulär und er hier... Verdammte Blödsinnsmission. Du hast ihn kaputt gemacht. Hey, noch mehr Geld. Eben jetzt so. Oh, geil. Hier, du kannst meinen alten blöden Dolch. Schenke ich dir. So, erstmal Chaos noch verbreiten, so dass wir jetzt nicht so spektakulär. Jetzt ist er hin. Und ich weiß, ich hätte ihn überleben lassen können, wenn ich wollte. Foltergeräte? Oh, ich hätte ihn so gerne mal gefoltert, so ein bisschen. Oh, das wäre so geil gewesen, ehrlich. Ich hätte einige Ideen gehabt. Hallo, kann ich hier durch? Dankeschön. Hier ist die Kette. Wo ist Lydia? Lydia? Wo ist denn Lydia hin? Ist sie jetzt nach Hause gegangen? So, jetzt kann ich nach Hause. Gib mir mal das blöde Pferd hier. Hör ab, Pferdchen. Das Meer ist kaputt, das flackert so komisch. Hast du es gesehen? So, Karte, Karte, Karte. Na, ja, jetzt bin ich im Moment echt verwirrt. So, wo muss ich denn hin? Da unten. Nein, absteigen, du Pfeife. Ich weiß nicht, wo Lydia ist. Ich muss gleich erstmal nach Hause. Meinen Scheiß wegtun. Gucke die Cook. Hallo, hallo. Ambion ist in Sicherheit und dafür habt ihr meinen Dank. Ja. Aber was ist mit den Verrückten? Ist Cicero tot? Ja. Hervorragend. Ihr habt einmal mehr euer mörderisches Können unter Beweis gestellt. Wisst ihr, warum behaltet ihr Schattenmähne nicht noch etwas länger? Er ist ein edles Ross und wurde in letzter Zeit nicht annähernd so oft geritten, wie er es nötig hätte. Da dieses Problem mit Cicero nun aus der Welt geschafft ist, können wir uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren, hm? Es bleibt nur noch ein Ziel, bevor wir gegen den Kaiser losschlagen. Habt ihr zufällig schon vom Feinschmecker gehört, sein Kochbuch gelesen? Es ist ziemlich berühmt. Der Feinschmecker soll bei einem besonderen Festmahl für den Kaiser kochen. Ihr werdet ihn töten, seinen Passierschein an euch bringen und die Rolle des Meisterkochs spielen. Festus ist für diesen Teil unseres Plans zuständig. Er steht kurz davor, die Identität des Feinschmeckers aufzudecken. Ihr solltet mit ihm reden. Uiuiui. Ja, bin ich mal gespannt. Ich bin immer dabei, wenn es um Essen geht. Essen. Wo geht's hier ums Essen? Hallo?
Hallo? Sprecht schnell. Hallo? Da seid ihr ja. Ja. Habt euch mit Cicero aber Zeit gelassen. Ein bisschen, ne? Also kommen wir zum Geschäftlichen. Astrid hat euch hoffentlich vom Feinschmecker erzählt. Genau. Aber erst müsst ihr herausfinden, wer er ist. Okay. Ausgesetzt, es ist wirklich ein Er. Könnte ja auch eine Frau sein. Hörte doch nicht rum. Bei meinen Ermittlungen bin ich auf das hier gestoßen. Ein Exemplar des Kochbuchs des Feinschmeckers. Aber nicht irgendein Exemplar. Es ist signiert. Seht doch. Es scheint sich um eine Botschaft des Feinschmeckers an einen gewissen Anton Viran zu handeln. Ich habe Viran in der Festung von Markarth aufgespürt. Scheinbar ist er dort Koch. Ich glaube ja. Deshalb sollt ihr von Viran in Erfahrung bringen, wer der Feinschmecker wirklich ist und wo er sich befindet. Ach ja. Und sobald ihr mit Viran fertig seid, bringt ihr ihn um. Man soll immer hinter sich aufräumen. Ja, genau. Danach müsst ihr... Hört ihr mir eigentlich noch zu? Ja. Wie gesagt, ihr müsst natürlich den Feinschmecker töten. Aber ihr braucht außerdem auch seinen Passierschein, damit ihr seinen Platz einnehmen könnt. Oh, und nach Möglichkeit solltet ihr seine Leiche verstecken. Je länger es dauert, bis seine wahre Identität herauskommt, desto besser. Und jetzt fort mit euch. Jo,